Sie kennen den Herrn Staatsanwalt bereits? Wieso Staatsanwalt? Sind Sie Staatsanwalt? Ja, bitte. Also das Ding ist ja gut. Womöglich noch ausgerechnet der Staatsanwalt, der die Maulkorb-Sache bearbeitet? Haben Sie was dagegen? Der Täter kam aus der Weinwirtschaft von Tigges. Was sagst du dazu? Da weißt du nichts Besonderes. Aus Tigges kommen viele Leute. Nee. Da war nachher nur noch unser Stammtisch. Stell dir nur mal vor, da hab ich womöglich den Abend mit dem Kerl an einem Tisch gesessen. Pah, da kriegt man ja eine Gänsehaut. Hinter dem Mann ging bei Tigges das Licht aus. Also war es der letzte Gast. Also bitte, wer war der Letzte? Sie. Welche Sie denn? Da war doch gar keine Sie dabei. Sie, der Herr Staatsanwalt. Was? Ja. Ich. Denke mal, Bettis, 3000 Mark. Du sagst gar nix. Ich geh und sag, du hättest dir da ein Denkmal. Und du gehst hin und sagst, ja. Ich hab doch ja nicht getan. Das ist doch egal. Du tust, als hättest du das getan. Hast du denn noch nie gelogen? Sie geben das also zu? Jawohl, ja, Herr Kollege. Nun erübrigt sich wohl Ihr schwerwiegendes Geständnis. Und Sie meinen, Herr Oberstaatsanwalt, dass ich auf dieser Grundlage jetzt wirklich... Ich möchte dazu lieber gar keine Meinung haben.